Sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Präsident, sehr geehrte Kinder, liebe Jugendliche. Gestern lernte ich Jona Ibels kennen. Jona ist Klimaaktivist, das schon seit 7 Jahren. Was daran besonders ist, Jona ist 18 Jahre alt. Er setzte sich also schon mit 11 Jahren für den Erhalt unserer Erde ein. Jona ist Klimabotschafter der Initiative Plant for the Planet, die von dem damals 9-jährigen Felix Finkbeiner im Jahr 2007 gegründet wurde. Felix erzählt im Buch Baum für Baum, jetzt retten wir Kinder die Welt, von den Anfängen seiner Initiative. Und daraus zitiere ich eben kurz. Am Montag habe ich dann vor der Klasse mein Referat gehalten. Das Ende des Eisbären habe ich es genannt. Ich habe den anderen den Treibhauseffekt erklärt, habe ihnen erzählt, was das CO2 mit dem Temperaturanstieg zu tun hat und dass Bäume CO2 binden und in Sauerstoff verwandeln. Bäume machen gefährliche Treibhausgase unschädlich. Es müsste aber natürlich mehr Bäume geben, und genau dafür können wir sorgen. Lasst uns in jedem Land der Erde 1 Million Bäume pflanzen, habe ich zum Schluss gesagt. Und seitdem pflanzen Felix und seine Freunde Bäume und setzen Zeichen für Klimagerechtigkeit. Auch Jona, der uns Grüne gestern in unserer Fraktionssitzung besucht hatte, kommt in dem Buch von Felix und seinen Freunden vor. Er erzählt in dem Buch, damals vor einigen Jahren: Ich mache mit, weil ich mich für unsere Zukunft einsetzen will. Die meisten Erwachsenen reden nur und handeln nicht. Sie denken nur an das Jetzt und dass sie es gemütlich haben wollen. Wenn wir groß sind, sind die Erwachsenen nicht mehr da und kriegen die Katastrophe nicht zu spüren. Gemütlichkeit und Geld sind vielen Erwachsenen wohl wichtiger als wir Kinder. Deshalb müssen wir Kinder was tun. Die Erwachsenen schaffen es ja nicht alleine. Jona sprach gestern in unserer Fraktionssitzung zu uns. Normalerweise berichten wir ja hier nicht aus internen Fraktionssitzungen, aber in diesem Fall, denke ich, kann ich mal eine Ausnahme machen. Jona verglich uns Erwachsene mit Affen. Mit Affen, die vor die Wahl gestellt sind, ob sie jetzt eine Banane jetzt oder in 5 Stunden 7 Bananen wollen, sich immer für jetzt eine Banane entscheiden, da sie nicht nachhaltig denken. Jona machte uns gestern in einer für uns alle schon fast irritierenden Klarheit folgende Wahrheit deutlich. Während die meisten, auch hier in diesem Raum, nur noch etwa 20, 30, vielleicht auch 40 Jahre auf dieser Welt hier sind und leben und somit die schlimmsten Klimaveränderungen nicht mehr erleben werden, werden die Kinder von heute massive Klimaveränderungen, Katastrophen und Verwerfungen hautnah miterleben. Und die Kinder von heute haben zu Recht den Anspruch an uns, die wir heute verantwortlich sind, dass wir heute schon etwas dafür tun, die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Daher sind beispielsweise internationale Verhandlungen in Paris, an die wir die Erwartung haben, dass es zu verbindlichen Vereinbarungen kommt, die wirklich die durchschnittliche Erwärmung der Erde auf 2 Grad begrenzen können, so wichtig. Es wird Zeit, dass die Staatschefs der Industrie und auch der Schwellenländer ihrer Verantwortung gerecht werden. Wir Industrieländer haben in den letzten Jahrhunderten die Hauptemissionen von Treibhausgasen zu verantworten. Immer mehr Länder holen auf und wollen verständlicherweise natürlich auch unsere Standards erreichen. Aber die Frage ist doch, ob sie genau den gleichen Weg gehen müssen, wie wir ihn gegangen sind, ob sie genau die gleichen Fehler machen müssen. Uns allen auf der ganzen Welt stehen erneuerbare Energien unbegrenzt zur Verfügung. Sie können heute kostengünstig und einfach zur Energiegewinnung genutzt werden. In Schwellen- und Entwicklungsländern müssen keine neuen Kohleabbaugebiete geschaffen werden, um Energie und Entwicklung zu ermöglichen. Es gibt längst andere Möglichkeiten. Und auch China hat das erkannt. Der Ausbau von Wind und Solar in China beispielsweise ist enorm. Bei den Verhandlungen in Paris zeigen eben auch dieses andere Vorgehen Länder wie beispielsweise Costa Rica. Der Inselstaat ist ganz konkret auch von einem steigenden Meeresspiegel bedroht. Costa Rica entschied sich schon vor Jahren, bis zum Jahr 2021 klimaneutral zu werden. Von Strom, Wärme bis zu Verkehr und Wirtschaft. Und wie bei Plan for the Planet gehört auch ein massives Aufforstungsprogramm dazu. Sehr geehrte Damen und Herren, neben internationalen Klimaverhandlungen sind aber, ganz wie von den Kindern von heute gefordert, Anstrengungen vor Ort
in den Dörfern und Städten, in den Regionen und Bundesländern ebenso notwendig. Denn mit Verhandlungen allein ist es nicht getan. Und geht die Staatengemeinschaft in Paris nicht stark genug gegen die Klimakatastrophe vor, da sind Klimaschutzmaßnahmen vor Ort umso wichtiger. Dann ist ein Klimaschutz mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten notwendig. Und dabei sollte Nordrhein-Westfalen vorne mit dabei sein, nicht obwohl wir ein Industrieland sind, sondern weil wir ein Industrieland sind. Johannes Remmel hat da eben schon darauf hingewiesen, denn Klimaschutz ist ganz klar ökonomische Vernunft. Wir wollen, dass wir die Wirtschaft und Industrie in Nordrhein-Westfalen fit für die Zukunft machen. Ganz klar ist, das, was Nordrhein-Westfalen in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten groß gemacht hat, bedeutet nicht, dass es damit groß bleibt. Wir müssen Nordrhein-Westfalen und die Wirtschaft gemeinsam hier neu empfinden und erfinden und umwandeln. Genau so kann es gelingen. Wo die Zukunft liegt, sehen immer mehr eigentlich aus der konventionellen Wirtschaft stammende Firmen. Ganz aktuell, auch das ist eben schon mal kurz angesprochen worden, RWE. Sie werden sich aufspalten und ich sehe an dieser Aufspaltung ganz klar, dass eben RWE die eigenen Zukunftsbereiche erkannt hat. Sie liegen in den erneuerbaren Energien, sie liegen in den Netzen, sie liegen in der Digitalisierung. Aber was für uns ganz, ganz wichtig ist an dieser Entscheidung, es darf natürlich nicht sein, dass sich RWE damit aus der Verantwortung bei den Ewigkeitslasten von Atom und Braunkohle drückt. Das geht natürlich nicht. Vor etwa einer Woche schlug die Nachricht, das sogenannte Divestment, also die Investitionen aus den fossilen Energieträgern rauszunehmen, dass dieses Divestment die Allianz macht, diese Nachricht schlug ein. Aber die Allianz ist nicht allein. Auch AXA kündigte dies an. Der Großinvestor Warren Buffett verkaufte alle seine Anteile an Gas- und Ölfirmen. Eben gerade ist schon mal der Rockefeller-Fonds erwähnt worden. Und die Kritik, die da von der FDP kam, die kann ich an dieser Stelle wirklich nicht nachvollziehen. Es ist eine große Leitlinie, wenn ein Fonds, der auf dem Gründer eines Ölimperiums zurückgeht, wenn dieser Fonds jetzt entscheidet, darin liegt nicht mehr die Zukunft und eben die Investitionen in Höhe von 860 Millionen US-Dollar aus dreckigen Energieträgern abzieht. Diese und weitere Beispiele zeigen, wo die Zukunft liegt. Die Zukunft liegt nicht in der Kohle, sie liegt in erneuerbaren Energien. Und ebenso wie neue Kohlekraftwerke in Schwellen- und Entwicklungsländern nicht mehr notwendig sind, ebenso unnötig sind neue Kohlekraftwerke bei uns. Und umso nötiger ist ein Ausstieg aus der Kohle in Deutschland und in Nordrhein-Westfalen. Und um dafür die von allen beschworene Planungssicherheit herzustellen, da scheinen wir uns ja alle einig zu sein, aber es scheint sehr große Differenzen zu geben, wie man das hinbekommen kann. Wir sind der Meinung, die Planungssicherheit kann man dann herstellen, kann man nicht damit herstellen, wenn man eben jetzt für Jahre die Augen verschließt vor einer Tatsache, vor der Tatsache nämlich des kommenden Kohleausstiegs. Das Ganze wäre fatal. Um Strukturbrüche zu vermeiden, müssen wir jetzt einen gemeinschaftlichen Weg mit allen Beteiligten und Betroffenen gehen. Dieser Weg muss gemeinsam gefunden werden, ebenso wie es die Bundesumweltministerin auch vorgeschlagen hat. Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte, dass mein heute dreijähriges Patenkind Emma, wenn es in 30 Jahren dann fast so alt ist wie ich heute, ein NRW vorfindet, das ein erneuerbar versorgtes, modernes Industrieland ist. Ich möchte, dass Emma nicht mehr die gleichen Kämpfe austragen muss wie wir heute. Ich möchte, dass Emma sich nicht mehr für die Abschaltung von Kohlekraftwerken einsetzen muss, weil es sie dann eben längst nicht mehr gibt. Ich möchte, dass Emma mir und uns nicht vorwerfen kann, ihr habt von der Klimakatastrophe gewusst und nicht genug getan. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kinder, liebe Jugendliche, lieber Jona, liebe Emma, ich verspreche, ich werde alles tun, um erneuerbare Energien auszubauen, Kohlekraftwerke überflüssig zu machen und mehr Bäume mit Plant for the Planet zu pflanzen. Kurz und gut, ich verspreche, alles zu tun, um unser Klima und unsere Welt zu retten. Sehr geehrte Damen und Herren, machen Sie mit. Liebe Kinder und Jugendliche, macht mit.